Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. Als allererstes möchte ich mich erstmal, wie bereits im Minecraft-Video auch schon, dafür entschuldigen. Ich habe jetzt einfach 4 Monate keine Videos mehr gebracht, weil ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe und da ging halt einfach nichts. Das ist nun mal so, das ist manchmal einfach so. Ich werde mich jetzt aber bemühen, wieder ordentlich Videos rauszuhauen jeden Tag. Und ja, wir schauen einfach mal, wie es jetzt so läuft, auch nach dieser langen Pause. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen gestreamt, immer DBD die letzten Tage. Und habe mich jetzt dann dazu entschlossen, jetzt hier endlich wieder aufzunehmen. Und ich würde sagen, den Auftakt macht einfach die Nurse. Ist ja gar keine Frage. Und das ist mir das allererste, was mir aufgefallen ist. Also erstes schon mal, wer hat das hier verbrochen? Ah, dieses komplette neue Design. Also, ich weiß echt nicht, wer das war, aber bitte, bitte, keine Ahnung, gebt ihm eine Nackenstelle oder so. Feuer müsst ihr nicht gleich, aber eine Nackenstelle wäre mal ganz nett. Genauso wie diese Animation hier von der Nurse. Jetzt kommt's. Nee, okay. Jetzt ist er noch entspannt. Aber gleich. Warte mal, wenn ich hier. Ja. Was tut sie da? Ballett tanzen oder. Oder. Was ist das? Keine Ahnung. Also, ich kann diesen kompletten neuen Update nichts abgewinnen. Auch mit diesem dämlichen. Diesen dämlichen Skinshop etc. pp. Ich finde die Skins viel mehr störend, als dass sie mir irgendwas geben. Ich kaufe mir weiterhin einfach meine Blutpunkte, weil ich sage, Blödsinn. Einzige, was cool ist, du kannst ja mit diesen Scherben jetzt die Charaktere, die Non-DLC-Charaktere freikaufen. Finde ich ganz cool. Die Balancing-Updates, während ich nicht da war, waren super. Also die meisten Killer haben einen schönen Buff bekommen. Finde ich klasse. Das geht jetzt endlich mal in die richtige Richtung, das Spiel. Und wir gucken jetzt einfach mal, wie es so läuft. Wie spielen die das? Ganz normal, ich habe jetzt genug geschnackt. Ich würde sagen, wir springen jetzt einfach gleich mal ins Game und wir sehen uns gleich. Und damit herzlich willkommen auf dem Cold Tower in the Macmillan Estate. Das ist eine Map, die ist okay. Also hier gibt es nicht so viele Schwachstellen von der NAS. Man kann sich eigentlich überall durchblinken. Der Kohletower ist jetzt nicht so problematisch wie beim anderen das Kraftwerk. Also es ist eigentlich alles ziemlich cool hier. Wir schauen jetzt einfach mal, wen wir denn so finden. Oh, hi, da ist jemand. Hallo. Ah. Falsch gelaufen, falsch geschlagen, was auch immer. Wir kriegen ihn aber dennoch. Das wäre doch gelacht. Hallo. Ja, ich war mir klar, dass er hier das anfängt. Und deswegen haben wir uns direkt wieder hinters Fenster geportet, damit er uns genau in die Arme springt quasi. Und es hat super funktioniert. Also, da können wir uns echt nicht beschweren. Hier am Chen war jemand, den haben wir gehört. Ja, da läuft sie. Die gute Nea. Willst du uns die Palette reinzumachen? Nein, will sie nicht. Okay. Ich frage mich, wieso. Gut, sie wäre gewastet, ja, aber... Ich frage mich, um ehrlich zu sein, auch wo sie hin ist. Ich habe jetzt wegen ihr gar nicht durch Barbecue und Chili geguckt. Das war ein bisschen doof. Aber wir schauen uns mal einmal ganz kurz in den Schrank. Da ist niemand. Da würde ich sagen, blinken wir uns mal ganz kurz weg hier. Oh. Und finden eine Feng Min, zufälligerweise. Gut, ich wollte eigentlich zurück zum Haken. Jetzt können wir einfach die Feng Min klatschen. So. Zack, bumm. Nummer 1 und dann machen wir den zweiten auch noch. Zack! Wie immer, was ich eigentlich fast in jedem neues Video, glaube ich, sage, es geht hier wirklich nur um Mindgames, die ganze Zeit. Du musst einfach den Survivor anfaken und ihn quasi überzeugen davon, dass du das und das tun wirst, um dann einfach das Gegenteil zu tun und ihn somit quasi genau in deine Arme laufen zu lassen. Ansonsten wird es mit dem Blinken echt schwierig. Also ihr könnt nicht immer perfekte Blinks setzen, weil ihr einfach nicht wissen könnt, was der Survivor macht. Deswegen verhaltet euch auffällig, damit ihr das die Reaktion vom Survivor auch abschätzen könnt. Das ist ein doofer Tipp, ich weiß, aber also ja, wenn ihr das mal macht, dann wisst ihr, was ich damit meine. So, und jetzt mal hier ein bisschen konzentrieren und nicht so blöd spielen und mal durch Barbecue und Chili gucken. Weil so ist das jetzt ein bisschen madig. Die andere, die Claudette, hat den Chen weitergemacht und ist hinter dem Stein da hinten. Die haben wir gesehen. Hallo?
Das heißt, wir mussten schon wieder nicht durch Barbecue und Chili gucken. Nein! Ah! Okay, das war jetzt zu viel des Guten, also zu viel mit Anfaken und hin und her. Da hat sie uns einfach ausgetrickst, indem sie einfach nichts gemacht hat, die ganze Zeit. Das war halt bitter, aber gut, so läuft es auch manchmal. Oh, und schaut sie euch an. Ja, da wäre ich ja blöd, wenn ich nicht hingehen würde. Ganz ehrlich. Nein, so ein Mist. Das wollte ich nicht. Aber jetzt können wir ihn auch... was? Er hielt sie. Ich dachte eigentlich, er ist woanders hingerannt. Aber gut, dann nehmen wir ihn auch noch mit. Schließlich hat er die Taschenlampe. Den wollen wir überhaupt nicht hier haben. Komm her! Zack! Die andere hat sich jetzt sterben lassen. So, der liegt... Genau, die andere wird gehielt. Zack. Und jetzt können wir die näher noch down und dann haben wir es, ja. So. Zack, bumm. Was ich auch immer sehr gerne mache, ist einfach kurze Blinks hinter die Survivor. Dass man ihnen nicht so viel Raum lässt und zu schuken. Okay. Der war verkackt. Zum Glück ist er uns reingerannt. Sonst hätten wir das nicht mehr geschafft. So, jetzt gucken wir mal, ist hier unten der Keller? Ja. Aber wir kriegen sie dahinter locker. Okay, wenn sie nicht struggle, kriegen wir sie auch in den Keller. Tragen wir sie in den Keller? Ach Quatsch, der Haken da hinten reicht. Wir finden die anderen zwei noch. Die sollten jetzt nicht allzu weit weg sein. Schauen wir. Nee, sie sind absolut close, weil sonst würden wir sie durch Barbecue und Chili sehen. Ach, sie haben sich nicht mal bewegt. Okay. Na dann. Zack, zack. So, jetzt sollten wir kurz warten, ob sie ihre 4% hat oder nicht. Eins. Zwei. Hat sie nicht? Okay. Dann können wir auch ihn aufhängen. Und sind somit schon fertig mit der ersten Runde. Das geht immer viel zu schnell mit der ersten. Ich glaube, wir müssen ja generell drei Runden einfach machen pro Folge, weil sonst sind die einfach immer zu kurz. Schlimm ist das. Mann, Mann, Mann. Ja, aber lief ganz cool. War jetzt kein spannendes Match. Die Survivor waren einfach viel zu greedy, was die Hooks angeht. Also die sind einfach viel zu früh gekommen und haben sich dann direkt mir immer gezeigt. Die größte Fehler halt überhaupt, weil du kannst den Nurse nicht lang chucken. Also, ich will jetzt nicht behaupten, dass ich unfassbar gut bin mit meinen Blinks, das bin ich nämlich nicht. Aber man muss davon ausgehen, dass man eine gute Nurse, die richtig gut blinken kann, nicht lange chucken kann. Das ist so. Das heißt, du willst dich eigentlich mehr verstecken und Stealth spielen, weil da ist die Schwäche der Nurse. Die Nurse kann keine Leute aufspüren. Deswegen spielst du auch jeden Perkslot, den du so hast. Spielst du einfach quasi irgendwelche Perks, um Leute zu finden. Strider, Monitor und Abuse, okay, das ist, ja, ist im Endeffekt auch, wir haben ein größeres Sichtfeld, Nurse Calling, wenn sie sich heilen, sehen wir sie, Barbecue und Chili, wir sehen die Leute, wo sie sind. Alles Perks, um Leute zu finden, weil das ist unsere große Schwäche. Der Chase, den kriegen wir raus, ja, den haben wir, den Kill kriegen wir easy. Aber die Leute erstmal zu finden, das müsst ihr bei der Nurse unterbinden und dann ist der Killer lächerlich. Wenn ihr nicht gefunden werdet, ja, einfach gut Stealth spielen und die Nurse ist der langsamste Killer im ganzen Spiel. Sie hat ein eingeschränktes Sichtfeld, sie muss die ganze Zeit auf den Boden gucken. Es ist einfach... Das ist die Schwäche der Nurse, die müsst ihr ausnutzen und nicht versuchen, sie wie der Held mega zu chooten, weil das funktioniert meistens nicht. Aber gut, genug davon gesagt, wir gehen mal in die nächste Runde, wir sehen uns gleich. Und damit herzlich willkommen auf Gashaven in Autohaven Wreckers. Ja, auch eine schöne Map eigentlich. Da haben wir nicht viele Probleme. Also es läuft gerade ganz gut mit den Maps an sich. Lass mal hier kurz durch. Ich denke mal, einer ist gerade in die Garage gelaufen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Wir checken jetzt den Generator und dann gehen wir dahin. Hier ist keiner. Okay, dann... Wir könnten noch mal kurz dahinter schauen. Da hinten bewegt sich ein Zylinder, oder? Ja. Hi. Er kniet sich sogar hin. Ganz schön überheblich, mein Freund. Ganz schön überheblich. Er spielt einen D-Strike. Oh, gut. Diesmal hat er es gut gemacht. Ich weiß nicht, wo er hin will. Das verwirrt mich jetzt gerade ein bisschen. Was zur Hölle, ey. So, D-Strike lassen wir liegen.
Da ist eine Palette, das wissen wir. Oh, ein Fenster nimmt sie, okay. Sprintboss, wir gehen zurück und heben ihn auf und fangen uns den D-Strike ein. Oder geben ihr einen Hit, okay. Ah, die Instant-Spritze hatte sie, alles klar. So, wie gesagt. Okay, er hat keinen Bock mehr, wunderbar. Dann nehmen wir sie. Alter, hat's die gezwirbelt. Heiliger Bimbam. Nun gut, ey. Das war krass. So. Ist halt immer ärgerlich, wirklich für jeden, der hier versucht, normal zu spielen, wenn man solche Leute dabei hat. Aber es ist leider oft so, dass sie sich einfach maßlos überschätzen, dann auf die Fresse kriegen und dann halt Rage quitten. Und, ja, kann man leider nicht unterbinden, das macht aber das Survivor-Spielen halt echt, da macht es manchmal echt keinen Spaß hier. Ah Gott, war das Fail. Holy shit. Dachte nicht, dass er schon so schnell da ist. Er hat sich super faken lassen, aber also, das ist eine wichtige Info. Der andere ist auch schon tot. Was ist denn da los? Also jetzt schenken sie uns den Sieg, aber, also das ist ja... Ha! Ich bin verwirrt. Sie ist einfach verschwunden. Egal, wir nehmen den in der Garage. Hallo! Dann schauen wir mal, ob wir sie finden. Da hinten, okay. Wir haben Monitor und Abuse, vielleicht schaffen wir nochmal einen Surprise Blink, das wäre der Hammer. Oh, fuck, sie saß schon da. Wir haben sie schon gesehen. So, Nummer 1 sitzt. Sie T-backt. Warum? Das war überhaupt kein Grund dazu. Mensch, Leute, jetzt. War schon wieder ein echt fixes Game, aber gut, das darf man jetzt wirklich nicht werten. Naja, wenigstens haben wir 3 Tokens auf Barbecue und Chili. Das ist ja schon mal was. Komm, versuch runterzuspringen. Versuch dein Glück. Ich gehe auch dafür extra weg. Ja, genau. So, dann können wir noch ein bisschen Generator damagen. Und dann war es auch schon wieder für diese Runde. Verrückt. Zack. Das können wir noch kaputt machen. Ich will noch irgendwas kaputt machen. Ich will Punkte. Da hinten waren wir dieses ganze Game eigentlich nicht. Wir waren eigentlich nur da, ne? Paletten wurden nicht gezogen. Also nicht... Da hinten wurde eine gezogen. Aber ansonsten ist nicht viel passiert. Den Generator können wir damagen. Juhu! Und wie gesagt, da hinten hatten wir noch eine Palette. Genau hier. Oh, die habe ich schon kaputt gemacht. Habe ich die schon... Wann habe ich die denn kaputt gemacht? Die ist ja verrückt. Aber da haben wir noch einen Gen. Komm, den nehmen wir mit. Da, da. Wunderbar. Ja, komm, sterb schneller. Mann. Dankeschön. So. Was ist jetzt mit ihm los? Ich würde mal sagen, just report Lundfeld. GG anyways. Good luck. Have fun next time. Und dann gehen wir raus. Try hard, ich kill sie halt einfach. Egal, nicht aufregen, rausgehen
und weiterziehen. Genau, wir sehen uns einfach auf der nächsten Map. In diesem Sinne, bis gleich. Moin moin und herzlich willkommen im Groaning Storehouse in the Macmillan Estate. Auch wieder eine Map, die nicht schlecht für uns ist. Also wir haben gerade richtig Glück. Und wir gucken mal, wen wir so finden. Generell, wie halt immer am Anfang, einfach Generatoren ab. Zu hektisch. Ich war so überrascht, dass wir durch den durchgeblinkt sind, dass ich dachte, wir setzen gleich einen Hit. Genau. Generell halt immer zu Generatoren, die möglichst weit weg sind. Das hilft meistens was. Oh Gott, was mache ich gerade? Oh Gott, war das schlecht. Mann. Nummer 1. Hat ja lang genug gedauert. Nummer 2 setzen wir gleich. Hat er gut gemacht. Jetzt hat er mich diesmal gefaked. So. Und hat mich glauben lassen, er ist schlechter, als er eigentlich ist. So, aber wir haben ihn trotzdem. Aber es ist schon ein Chen fertig, was mich ein bisschen beunruhigt. Aber ich glaube, das war ein Brand New Part, um ehrlich zu sein. Das ging einen Tacken zu schnell, glaube ich. Wir sind jetzt 1 Minute 18 im Spiel. Das ging zu schnell. So, sie sehen wir. Da hilft der Urban Evasion auch nichts. Nein! Oh, dieser verdammte Keller. Wir haben sie trotzdem. Mensch, ey. So. Wo wir sind? Palette? Du schmeißt die Palette um und läufst mir in die Arme? Also. Wir sind zwar noch auf Rang 11, aber selbst für Rang 11 war das jetzt irgendwie ein bisschen schäbig. Aber gut, jeder macht mal Fehler. Wir schauen mal weiter, wen wir so finden. Hier ist nix. So ein Mist. Ich habe keinen gesehen. Ach. Dann nehmen wir einfach den, der sich hielt, oder der den anderen gerettet hat. Und schlagen voll daneben, nur weil er ein bisschen im Kreis läuft. Das war jetzt schon richtig schlecht. So. Der andere, was macht der? Der hat sich noch nicht voll gehealt. Ich wollte eigentlich. Also wir holen uns jetzt kurz den D-Strike ab. Nee, komm, wir gehen erstmal in den Keller. Oh, hier ist keiner. Ich dachte, ich hätte gerade einen Skillcheck gehört. Ich wollte erstmal rumfluchen. Weil ich den Blink verkackt habe am Stein. Und ja, da hat er uns aber tatsächlich mega geholfen halt, der verkackte Blink. Also das war cool. Hat mir gefallen. So, wir schauen jetzt mal. Jetzt haben wir ihn. So, den anderen lassen wir erstmal liegen wegen seinem blöden D-Strike. Ich habe kurz überlegt, ob wir ihn uns einfangen, aber solange, wenn sie ihn healen müssen, nimmt es halt auch unfassbar viel Zeit in Anspruch. Und lieber sollen sie sich um ihn kümmern, als dass ich mir den D-Strike einfange. Der wurde jetzt voll gehealt, wir können ihn gleich wieder hinlegen. Können wir nicht, weil ich es vergeigt habe. Egal, wir nehmen uns den David vor. So. Haben wir dich? Komm, wir gehen jetzt nicht zum Haken, wir hängen dich auf. Wir müssen einfach ein bisschen mehr Druck aufbauen. Wir dürfen eigentlich. Im Endeffekt müssen sie die ganze Zeit so weit beschäftigt sein, dass kein Survivor-Generator macht. So muss das Game eigentlich perfekt laufen. Einfach die ganze Zeit so viele. Oh, okay. Einfach die ganze Zeit so viele Leute umhauen, dass sie gar keine Chance haben, irgendwie groß was zu machen. Ah, dead hard. Sonst hätten wir ihn gehabt, glaube ich. War aber auch ein sehr schwieriger Blink, den ich davor hatte. Ach, und ich hau daneben, ey. Was mache ich denn? So, das war's mit unserem Druck. Jetzt ist der ganze Moment schon wieder vorbei, der ganze Spaß. Und der ist hinter uns, oder? Ne, ist da lang gelaufen, okay. Er faked uns nur. Hi. Das hat er jetzt einfach viel zu oft gemacht und ja. Wir holen uns jetzt den D-Strike ab. Oder haben wir hier einen Haken? Ne, haben wir nicht. Jo. Er hat ihn gefailt. Ach ja. Falls ihr euch wundert, ich drehe mich immer so dämlich auf den Kreis, einfach weil quasi diese Reizüberflutungen, diese ganzen schnellen Bilder
mit einer ja, sehr geringen Wahrscheinlichkeit tatsächlich einfach den Spieler ablenken und er dann sein D-Strike-Fail. Also, ja, deswegen mache ich das. Das war vielleicht zum Zuschauen bestimmt nicht ganz so geil, aber das ist der ganze Sinn dahinter. So, ihn haben wir jetzt erstmal verscheucht vom Haken. Ich würde aber gerne mal schauen, wo die anderen zwei hin sind, weil die anderen zwei waren auch hier. Wie kann sein, dass hier noch keiner ist? Das wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Weil die saßen zu dritt da hinten an dem Baum und waren dann verschwunden. Einen haben wir gesehen, der ist in die Richtung abgehauen. Naja, lassen wir ihn holen. Oh, da macht er einen Chen, okay. Hallo. Er spielt Iron Will, was ich echt uncool finde. Ach ja, ach ja. Zack. Wir schauen mal durch. Wo sind sie denn so? Da hinten laufen sie. Einer ist sogar hier sehr, sehr close. Und sie machen den Chen in der Halle. Jetzt lasse ich mal, das solltet ihr eigentlich nicht machen, aber ist jetzt in dem Fall vielleicht besser. Mit dem aufgeladenen Blink zu laufen. Weil du brauchst halt einfach ein ewig, bis du irgendwo hinläufst. Aber ja, jetzt ging es quasi gar nicht anders groß. Na, komm, als ob du durch den Baum da blinken kannst. Er ist mir schon unsympathisch wegen seinem Skin. Allein deswegen ist er mir schon unsympathisch. Er ist nicht nach rechts, er ist nicht nach links. Wo ist er dann hin? Egal. Bevor wir ihn jetzt ewig suchen, jagen wir mal lieber den, der da hinten an den Generator geht. Hier hält sich keiner, das ist okay. So, auf geht's. Blink an den Chen. Oh, zu kurz. Scheiße. Und schon war der Überraschungseffekt weg. Hm, das ist immer blöd. Aber gut, was soll's. Den kriegen wir auch so. Und jetzt haben wir wenigstens mal eine längere Runde, ja. Also hier ist es nicht ganz so fix wie sonst. Außer es passiert halt wieder sowas. Verrückt. Er macht bestimmt den Chen weiter, oder? Er denkt doch, er hat's drauf. Oh, nee, macht er nicht. Okay. Hm. Da ist er doch. Hallihallo. Hallöchen. Alter, schaust du hässlich aus. Gott. So, auf geht's. Was? Wie ging denn bitte? Ist er jetzt durch mich durchgelaufen? Das war schon sehr seltsam. Aber gut, wer weiß. Er ist immer noch rechts. Man kann da nämlich super, also falls ihr euch wundert, wie konnte ich das jetzt wissen, man kann super durch die Löcher von den Brettern einfach schauen. Ihr müsst einfach auf Bewegungen achten. Normal bewegt sich dahinter nichts. Sobald aber einer vorbeiläuft, seht ihr, dass sich die Farben verändern und dann wisst ihr genau Bescheid, wo, wer, was macht. Man kann somit dann noch ein bisschen faken. Und andersrum natürlich auch. Also Survivor sieht auch durch die Löcher quasi euer rotes Licht besonders stark. Und ja, deswegen Sprintburst. Kann man da eigentlich super durchgucken. Kann auch wieder Mindgames ausspielen. So. Keller. Fenster. Wir gucken. Was treibt sie? Hi. Jetzt wird der andere geholt, hoffe endlich. Was sonst? Ja, perfekt. Was sonst hätten wir ein Problem gehabt. Sonst hätten wir genau gewusst, dass der quasi die Luke kennt. Das sind irgendwie. Also ich finde es gerade irgendwie ein bisschen überheblich, wie sie spielen dafür, dass sie eigentlich voll kassieren. Aber gut, was soll's? Ach, Mist. Tülü, tülü. Egal, spielt ihr uns ja schließlich in die Karten. Dass sie so spielen, wie sie spielen. Gut gemacht. Netter Fake.
Aber jetzt haben wir ihn. Ja, und ihr seht schon, also sie faken, also was ihr auch gegen eine Nurse super machen könnt, das seht ihr jetzt vielleicht aus der Perspektive der Nurse selber besser. Immer schön die Line of Sight brechen, nennt sich das. Also einfach immer ein Objekt zwischen euch und die Nurse bringen, dass sie nicht genau sieht, was ihr macht. Also dass ihr keine Ahnung habt, ob ihr jetzt nach links oder nach rechts fliegt oder was ihr auch immer vorhabt. Das ist sehr wichtig. So, wir wissen jetzt, dass er noch da ist. Er ist nicht links rausgekommen, ist nicht rechts rausgekommen. Jetzt ist er rechts rausgekommen. Hi. Dass ich darauf reinfall, naja, okay. Da dürfen sie schon ein bisschen überheblich sein, wenn ich auf solche Sachen reinfall. Aber das ist wirklich das Schlechteste, was man machen kann gegen den Nurse. Weil man kann es einfach so machen und kann dann das der Tat sogar rauszögern. So, der andere war da hinten. Ach komm, wir hängen den Vogel jetzt hier erstmal auf. Und dann gucken wir mal. Schwuppdiwupps. Tja, der andere versteckt sich. Das ist nicht cool. Ich würde sagen, er ist da hinten. Obwohl, hinter den Chen hat er sich kaum verstecken können, ne? Ach, das war nicht gut. Ja, wir machen die Palette kaputt. In dem Fall, also diese Spielsituation hasse ich generell. Ich hätte jetzt hier ganz gerne als Killer einfach einen Aufgebeknopf, dass ich halt hier einfach aus dem Game raus kann. Weil wenn wir jetzt halt einen Survivor haben, der sich nichts zutraut und die ganze Zeit nur rumkrabbelt und im Gras sitzt, dann können wir ihn eh nicht finden. Und ich hatte wirklich Games, wo dann sich das Spiel einfach eine halbe, dreiviertel Stunde zog. Ich bin dann AFK gegangen, habe mir einen Kaffee gemacht, komm wieder und der war immer noch nicht raus. Weil er halt einfach bei jedem Herzschlag, oh shit, ich bleib hinterm Baum sitzen. Ich sehe nicht, ich bleibe jetzt erstmal 10 Minuten hocken. Oh Mist, ich habe einen Raben, ich muss mich kurz bewegen. Solche Spieler kriegt man halt dann. Und ja, dann zieht sich das halt einfach ewig. Und also es wäre echt, also erstens schon mal Klappe zuhauen fand ich ganz cool. Aber das hilft an dem ursprünglichen Problem halt einfach nichts, dass sich diese Spielsituation ewig ziehen kann. Sondern einfach für den Killer einfach ein, okay, du darfst raus, ich gehe jetzt. Button, das wäre der Hammer. Weil dann ist die Situation komplett entschärft. Aber nein. Weil, ganz ehrlich, der Survivor hat definitiv gerade mehr Adrenalin-Intus als der Killer. Dem Killer ist es egal, er hat seine 3 Kills, er hat sein Pip, das weiß er ganz genau. Der Survivor weiß das nicht. Der Survivor denkt sich, oh fuck, ich muss rauskommen, weil sonst kriege ich vielleicht keinen Pip. Und keine Ahnung, und dann, oh, wenn er mich jetzt entdeckt, ich kann ihn nicht so gut schuken, ich finde da die Luke nicht mehr und dann bin ich down, habe alles verspielt. So, vielleicht so in die Richtung. Und deswegen bleibt er halt die ganze Zeit im Gras sitzen, keine Ahnung, schaut möglichst stealthy zu spielen und ja, zögert es halt dann unnötig raus und merkt gar nicht, oh fuck, jetzt ist eine halbe Stunde rum und in der halben Stunde hätte ich 3 andere Games gemacht und hätte wahrscheinlich 2 Pips mehr gefarmt als jetzt nur mit diesem einen Game, wo ich durch die Luke will. Also, ist halt so ein Ding, wäre so mein Vorschlag, keine Ahnung, was ihr davon haltet, aber ich würde sagen, wir haben jetzt genug Stoff für die Folge hier. Waren komische Matches. Ich habe vielleicht auch ein bisschen gewettert über den einen oder anderen. Das tut mir leid. Aber ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es heute wieder gefallen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Haut rein, habt viel Spaß und ciao.